Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem Let's Play von Flotsam. Nach dem Angezockt, was sehr gut bei euch ankam, starten wir ein kleines Mini-Let's Play, denn laut den Reviews von Steam scheint derzeit noch nicht sehr viel Inhalt im Spiel zu sein. Also es ist anscheinend so, dass das Spiel ungefähr 3 Stunden Inhalt bietet. Wenn ich spiele, sind es vielleicht 4 oder 5 Stunden, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir einfach so lange, bis uns das Ganze hier zum Hals raushängt, beziehungsweise bis wir halt durch sind. Wir starten ein neues Spiel. So, und unsere Stadt heißt, wie zuvor, Synapsia. Und wir starten ein neues Abenteuer. So, in der Option habe ich mal ausprobiert, Kameraeinstellung, die kann man jetzt nämlich flach stellen. Und dann kann man nämlich auch relativ nah ran. So, nur so sieht man ein bisschen was von unserem Floß, beziehungsweise, naja, es ist ja kein Floß, es ist ja praktisch eine zentrale Stadt, wenn man so will, ne? Also man hat ja hier praktisch diesen Turm, in dem ein kleines Feuer brennt. Und mit den erweiterten Einstellungsoptionen kommt man dann auch entsprechend näher ran. So. Beim letzten Mal wusste ich ja nicht, wie wir zum Beispiel die Sachen, die hier so außen rumschwimmen, einsammeln. Das habe ich dann am Ende von der Aufnahme noch rausgefunden, nämlich mit dem Boot, was wir gebaut haben. Das seht ihr aber alles, wenn ihr das noch Spiel noch nicht kennt. Wir können hier mit dieser Schwimmerboje können wir Sachen einzeichnen, an denen Material gesammelt wird. Und können hier auch den Umkreis, in dem gesammelt wird, den können wir größer einstellen. Und wir können zum Beispiel auch die Anzahl der Personen, die dort in dem Bereich schwimmen, können wir auch noch einstellen. Hier, da, mit der Zahl. Dann schwimmen die raus. Wir sind aber, glaube ich, zum Anfang sind wir 3 Leute. Das sehen wir auch hier oben rechts. Und damit haben wir nicht so viel zur Verfügung. Es muss ja irgendeiner noch bauen. So, jetzt fangen wir an. Und ich würde sagen, wir beschleunigen jetzt erstmal ein bisschen. Hier oben erklärt er die Kamerasteuerung. Das hatten wir alles im Angezockt schon. Also sind hier diese Sachen mit den Pfeilen, bewegen wir das. Welche Ressourcen man sammelt und für was sie gut sind. Mit den Bojenmarkierungen, das erkläre ich euch alles hier, während ich spiele. Dann gibt es Sehenswürdigkeiten. Das sind immer die Sachen, die man hier auf der rechten Seite angezeigt bekommt. Und wie wir das Ganze bauen, erkläre ich euch alles während des Let's Plays. Müsst ihr nicht durchlesen. Da hinten ist die Insel. Das ist praktisch, wenn man hier auf die Aufgaben klickt, dann sieht man, man soll zu dem Segelboot auf den Felsen fahren, weil dort kriegen wir noch Material, unter anderem nämlich auch ein Segel, mit dem wir dann unsere kleine Stadt bewegen können. Und dazu brauchen wir erstmal ein Boot und bis wir da sind, dauert das alles noch ein bisschen. So, deswegen fangen wir jetzt an und bauen hier einen kleinen Steg. Den setzen wir hier an und am Anfang haben wir nicht so viel Material, deswegen setzen wir erstmal so eine Einheit. Und jetzt müsste einer von den Bewohnern hier entsprechend losziehen und dann die Insel auffüllen sozusagen. Oder beziehungsweise hier ins Ohr schlagen. Und baut hier diese Schwimmboje auf. Wunderbar. Was wir jetzt machen können, ist zum Beispiel Lager. Da würde ich möglichst nah hier eins ransetzen. So. Dann können die mich dort noch Sachen einlagern. Und das nächste, was wir dann bauen werden, ist hier aus dem Kunststoff diese trockenen Trocknungseinheiten oder beziehungsweise dieses, wie heißt das, ein Trockengestell, Drying Rack. Wir haben nur das englische Wort irgendwie drin, weil man so viel bei so vielen Indie-Titeln nicht gewohnt ist, dass es übersetzt wird. So, jetzt wird hier so ein Trocken-Rack gebaut, an dem wir dann das Holz, was hier eingesammelt wird, entsprechend aufgehängt werden kann. Zum Trocknen und dann später zum Weiterverarbeiten. Das finde ich übrigens einen guten Teil, weil wenn man sich erinnert an Raft oder auch die anderen Spiele, die wir bis jetzt gespielt haben, da wird immer Holz aus dem Wasser aufgesammelt und das ist ja eigentlich feucht und dann... Irgendwo ist der Wal. Hier. Da ist er. Tachchen! Und das eignet sich ja nicht wirklich als Brennholz. So, jetzt müssen wir hier noch einstellen, dass hier Holz getrocknet wird. Und dann fangen die an, hängen ihre Holzstämme dahin und los geht das. So, Trifterbedürfnisse. Also, die haben Hunger, Durst und brauchen Energie. Das können sie wieder regenerieren, indem sie schlafen. Derzeit sehen wir oben rechts, wir haben 3 Bewohner und keine Möglichkeit, dass sie sich ausruhen. Das ist das kleine Haussymbol. Kriegen dann normalerweise Betten, die hier auch auf dem Wasser schwimmen, auf dem sie sich dann aufsuchen können. Und um Betten zu bauen, brauchen wir trockenes Holz.
Also den Kunststoff brauchen wir und das trockene Holz. Und davon haben wir im Moment noch nichts. Und ich würde sagen, wir bauen noch so ein zweites Drying Rack. Dann geht das Ganze mit der Holzproduktion nämlich ein bisschen schneller. Kann man eigentlich in den Lagern bestimmen, was dort eingelagert wird? Alles nichts. Okay, man kann wirklich bestimmen, was eingelagert wird. Man könnte jetzt auch sagen, hier zum Beispiel Feuchtholz, hier nur trockenes Holz. Ich lasse es jetzt erstmal am Anfang auf diesen Punkten. So, und auch hier werden wir auf Holz trocknen stellen. Dann sind wir da ein bisschen schneller dran. Wie sie ausbalanciert aus den Knien. Ich finde das so schick gemalt irgendwie, oder? Diese Holzstücke, die sind so... sehr comicartig. So, es wird weiter gesammelt. Hier hinten ist schon fast alles aufgesammelt. Und das nächste, was wir bauen, ist entweder ein zweites Lager oder wir fangen mit den Betten an. Wir können ja vielleicht in die andere Richtung noch so einen Steg ziehen. Vielleicht so. Oder warte mal, wir gehen an der Ecke, um hier vorbeizukommen, ne? Das wäre hier, da verschwenden wir aber auch Platz. Bauen wir hier so einen rein, das müsste eigentlich gehen. Dann können wir vielleicht hier die Betten dran machen. Da sogar drei Schwimmdinger gemacht, ne? Hätten wir vielleicht sogar noch weiterziehen können. Naja. So, wir haben drei Bewohner, das heißt, wir brauchen drei Betten. Wie viel Holz haben wir denn? Wir bräuchten 18, haben derzeit nur 10. Aber das wird so langsam getrocknet. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal Betten, damit die sich ein bisschen ausruhen können. Und die können wir hier so ransetzen. Halt auch die Frage, ob die alle gleichzeitig schlafen, ne? Ob da wirklich jeder sein Bett braucht. Vor allem, wie die gleich schlafen, das werdet ihr gleich sehen. Die schlafen nämlich direkt am Wasser. Da wird das Bettgestell gerade aufgebaut, der kleine Nachttisch. Mit einem kleinen Wecker und einem kleinen Kissen da dran. Ich glaube, das Spiel kommt ins Stocken, wenn man so nah rangeht. Fällt mir gerade auf. Das ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu viel Interaktion in der Nähe. So, ein Bett brauchen wir noch. So, da haben wir das letzte Bett, was benötigt wird. Und da müssen wir mal gucken. Können wir den hier noch um eins vergrößern? Können wir nicht. Wir können aber, wenn alles eingesammelt ist, können wir den abreißen, den Punkt. Beziehungsweise halt diese Markierung wegnehmen. Und dann können wir an anderer Stelle nochmal sammeln. Also naher Kameramodus, deswegen ist er auch experimentell, führt halt dazu, dass das Spiel performance-technisch in die Knie geht. Aber es sieht ja auch, ich finde, es sieht jetzt sehr hübsch aus und die CPU-Auslastung durch die Simulation für das Spiel ist auch nicht gerade niedrig. Sehe ich gerade so, was heißt nicht niedrig, aber hat auf jeden Fall auch ein bisschen mehr als so die Standardspiele, die nur auf die Grafikkarte gehen. So, das letzte Bett wird gebaut. Und dann sollten wir mal schauen, dass wir auch langsam aufs Fischen gehen. Achso, wir brauchen ein Seil. Dazu brauchen wir die Werkstatt. Und die werde ich jetzt hier hinsetzen. Dann können wir nämlich hier ein Seil produzieren. Und dann kriegen wir am Ende den Holzschuppen. Das ist praktisch so unsere Werkstatt. Ne, Moment, das ist die Werkstatt, aus dem auch Seile dann hergestellt werden, meine ich. Da sehen wir es nochmal. Ach nee, die Wasser... Oh, die Destille braucht doch nur Holz und trockenes... Kunststoff und trockenes Holz. Okay, alles klar, habe ich mich getäuscht. Aber Brennholz kriegen wir, die wir auch für die Destille nämlich brauchen. Deswegen soll die Werkstatt als erstes fertig sein.
Ich finde es so geil, wie sie die Kraulbewegung haben mit dem kleinen Fass auf dem Rücken. So, ist auch fertig. Was stellen wir hier her? Wir stellen erstmal ein Seil her, würde ich sagen. Machen wir mal zwei Seile und dann noch so einen Rest Brennholz. So, dann hoffe ich, dass gleich das Holz fertig ist. Dann können wir die Distille anwerfen. Dann machen wir Brennholz. Was brauchen wir denn hier für die Anlegestelle für das Boot? Noch ein Seil, okay. Das ist okay. So, jetzt stellen wir hier ein bisschen Brennholz her. Achso, Moment. Nee, wir bauen dann doch erstmal den Anleger hier aus. Wo machen wir den denn hin? Ich überlege gerade. Machen wir den hinten dran? Oder hier? Wo fahren wir den Boot denn los? Eigentlich bräuchte man noch so einen Anleger. Beziehungsweise, dass wir hier vielleicht ein bisschen weiter rausgehen. Warte mal, wir verlängern das hier einfach mal ein bisschen. Oder wir machen ein zweites. Wir können ja auch hier so rausgehen, ne? Ich gehe hier raus. Und jetzt nutzen wir mit den 16 Kunststoff. Nutzen wir die komplette Länge aus. Das ist so ein bisschen verschwenderisch aufgebaut von mir hier drüben. Dann können wir da hinten noch den Anleger dran machen. Ich hoffe, dass das Material noch ausreicht. So. Dann bauen wir mal den Bootsanleger. Und den bauen wir. Jetzt ist die Frage, wohin? Hier nebendran. Dann blockieren wir uns da. Bauen wir den hier ran. So. Man kann natürlich auch so Querverstrebungen setzen. Ich bin mir noch nicht so sicher, was da das Optimale ist. Ich habe mehr, als ich im Angezockt gespielt habe, eigentlich nicht gezockt. Ah ja, hier ist alles abgefräst. Da hat er auch schon automatisch die Boje entfernt. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob die hier vorne, wie weit kommen die hier? Ist noch ein bisschen so ein Rest, ne? Können wir vielleicht hier noch das mitnehmen? So. Dann müssten sie alles das, was hier sich im Umkreis befindet, aufgesammelt haben. Ja gut, das ein, zwei Stückchen Holz, naja. Upsala. Nachteil der experimentellen Kamera. Ab und zu schwenkt man hier so hin und her. So, der Anleger ist fertig. Dann bauen wir mal unser kleines ein Rettungsboot. Beziehungsweise, wie nennen sie das hier? Ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben. Bergungsboot, so rum. Und dann werden wir hier die Aufgabe erfüllen, nämlich da hoch zu der Insel zu fahren. Ja. So, noch ein bisschen Brennholz in Auftrag geben. So, wo machen wir die Distille denn hin? Gegenüber von dem Anleger? Ich mach's mal hier hin. Dann können wir das hier für den Schlafbereich nehmen. Können wir das hier noch erweitern. Und dann haben die auch bald Trinkwasser. Im Moment haben wir noch 14 Trinkwasser und 29 Fisch. Es geht noch. Also müssen darauf achten, dass wir uns nicht verhungern hier. Da wird fleißig Holz gehackt. Das wird dann zum Brennholz. Und dann wird es drüben hier in der Distille, wird es dann entsprechend verbraucht. Ja, Lager sollte man uns nochmal überlegen, ob wir noch eins bauen. Schauen wir mal, ob wir das noch erweitern. So, und. Da kommt die große große Plastikbottle hier mit Überlaufschlauch. Sehr schön. So, jetzt können wir hier angeben, dass wir bitte Wasser produzieren. Ich
ich mache jetzt mal auf unendlich. Im Endeffekt ist das, glaube ich, das Brennmaterial entscheidend, was wir haben, um das zu erzeugen. So, dann würde ich sagen, bergen wir mal das, was auf der Insel auf uns wartet. Denn jetzt haben wir ja ein Boot. Und jetzt sollte eigentlich sich jemand... Da, sollte jetzt jemand gleich an Bord gehen. Gut, im Moment haben wir noch zu viele, die entsprechend Sachen sammeln und so weiter. Und dann sollte gleich jemand da ins Boot einsteigen und losfahren. Da. Hat's Wasser fertig gekocht und jetzt geht's hier auf die Insel. Und dann werden Sachen gesammelt. Irgendwie hat das Spiel manchmal so, ich glaube, das liegt an der Kamera, an der Einstellung, dass das einfach zu nah dran ist. Auf jeden Fall gibt das ganz schöne Frame-Einbrüche. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme einigermaßen erträglich ist. So, jetzt wird hier das Segel eingebaut, abgebaut. Und das Material wird nämlich hier von ihm dann in ein Boot untergebracht, hier in diesem seitlichen Netz. So, jetzt geht's nochmal hoch. Abgeschlossen. Jetzt haben wir alles an Bord. Unter anderem auch ein Segel. Ich glaube, das mit der experimentellen Kamera ist auf Dauer nicht so angenehm. Die Entwickler wissen schon, warum sie da nicht so nah rangehen. So, ich glaube, wir müssen hier noch Brennmaterial produzieren. Und ich glaube, dass wir noch ein Lager brauchen. So, ziehen wir das hier ein bisschen länger. Der Wal sieht so cool aus, der Große, der hier vorbeimacht. Und immer hier ab und zu mal zum Knottern zum Hören ist. Da hinten, das können wir alles noch einsammeln. Bevor wir in das nächste Gebiet fahren, werde ich das auch machen. Was ist denn hier? Ja, Bergen. Haben wir geschafft, genau. Wir haben es doch geschafft. Ich verstehe nicht, warum man das immer noch einblendet. Wahrscheinlich, dass das Spiel jetzt weiß oder dass wir wissen, dass wir jetzt hier fertig sind. So, jetzt können wir nämlich, und das ist das, was mir nicht ganz klar war, am Ende ist angezockt, jetzt können wir nämlich hier die Marken setzen, die mit dem Boot eingesammelt werden. Nämlich hier zum Beispiel. So, und dann wird nämlich das hier abgeholt mit dem Boot. Also der Bereich ist der, in dem sie schwimmen können. Und hier hinten das, was wir mit dem Boot einsammeln können. Das sind so die Sachen, wie man dann auch das Gebiet hier freifischt und sich das ganze Material noch reinholt. Jetzt müsste er langsam mit dem Boot irgendwann mal losfahren, oder? Die haben zu viel Tasks. Da fährt er los und sammelt dann entsprechend da hinten das Boot voll. Und somit kommen man die Ressourcen, die so ein bisschen weiter weggelegen sind. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. So, was fehlt uns denn noch zu unserem Glück? Ein Fischereiboot. Ich weiß nicht, brauchen wir denn noch? Brauchen wir noch Kunststoff? Das müssen wir jetzt ein bisschen... Wow, was war denn das? Never trust the experimental Einstellung in the Einstellung. Da kommt auf jeden Fall noch Holz zusammen. Und wir sollten hier noch ein Lager hinsetzen. Aber das nehmen die Produktion, hätte ich gesagt. So. Ich weiß gar nicht, ob jedes Boot eine Anlegestelle braucht. Was fehlt uns dann zu unserem Fischerbootsglück? Kunststoff fehlt. Es dauert jetzt noch ein bisschen, bis wir das alles eingesammelt haben, gehe ich mal davon aus, um den Kunststoff aus der Umgebung noch zu holen. Und dann können wir mal schauen, ob wir noch ein zweites Boot hier machen können oder ob wir noch eine Anlegestelle brauchen. Das sehen wir dann, wenn hier der Kunststoff verfügbar ist. So, jetzt wird auf jeden Fall Holz gesammelt. Es wird hier eingelagert, das trockene Holz. Sehr schön. Und er sammelt immer weiter. Und da können wir noch sammeln. Naja,
schauen wir uns noch an. Also, das war die erste Folge, die erste Folge von Flotsam. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind ein bisschen weiter, als was im Angezockt waren, weil man jetzt schon weiß, um was es geht und so. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.